Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist Samstag und es wird ein krasses Video, denn mein heutiger Samstagssammlungssamstag, dreht sich um meine Lidschattenpaletten. Und es sind einige, die befinden sich alle hinter mir in diesen großartigen Boxen, die ich dir auch mal unten in der Infobox verlinke. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich will gar nicht so lange am Anfang quatschen. Es sind richtig viele Lidschattenpaletten, denn das ist das Herzstück meiner Sammlung. Du siehst es wahrscheinlich auch schon an der Länge des Videos, es wird ein langes Video werden. Und ich habe meine Lidschattenpaletten kategorisiert, beziehungsweise nicht kategorisiert, sondern sortiert alphabetisch. Ja, und deswegen starten wir doch einfach mal mit Anastasia Beverly Hills. Ich habe hier natürlich einen Lappen liegen, der etwas feucht ist, um meine Finger sauber zu machen. Ich werde nicht alles swatchen, ich werde aus jeder Palette eine Farbe swatchen, und zwar die Farbe, die mich am meisten anspringt. Ja, da habe ich dann hier meine drei Lidschattenpaletten von Anastasia Beverly Hills, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Zum einen die Modern Renaissance, das ist diese hier. Die habe ich zusammen mit der Soft Glam gekauft in einem Sale bei Douglas. Die schaut so aus. Wundervolle Alltagsfarben. Die kannst du echt genial tragen. Mich persönlich spricht am meisten das Vermeer an, oder Vermeer, ich weiß nicht, wie man das nennt, weil es einfach so soft und so wundervoll ist und ich das eigentlich in jedem Look, den ich damit schminke, verwende. Butter weich, und ach, es ist einfach ein perfekter Innenwinkelton und ein perfekter Augenbrauen-Highlighter-Ton. Ich swatch das einfach hier mal auf meinem Oberkörper. Ich habe ja wieder etwas Schulterfreies an. Werde jetzt aber nicht ranzoomen. Nee, das mache ich jetzt heute mal nicht. Ja, also du hast natürlich, wenn du mit dem Finger reingehst, ordentlich Kickback, beziehungsweise du schiebst das Produkt etwas in der Palette rum. Gedöns. Genau. Die Soft Glam, das ist diese hier, das ist die Senfgelbe Palette. Ja, Senfgelb. Die schaut so aus. Die ist etwas dunkler als die Modern Renaissance und noch etwas mehr ins Braune. Und hier gefällt mir tatsächlich am besten der Ton Sultry. Das ist dieser Ton. Der ist auch wieder so Butter. Oh mein Gott, du musst so aufpassen in den Anastasia Paletten. Ja, aber das ist halt bekannt, sage ich mal. Ich mag das sehr gerne. Ja, der ist ultra pigmentiert, ne? Oh, der ist so schön. Der ist so schön. Es ist halt noch nichts Buntes hier jetzt dabei, aber das kommt ja alles noch. Bunte Paletten habe ich ja mittlerweile auch einige da. Gut, dann habe ich die Sultry, die habe ich ja von der lieben Mrs. X bekommen. Also ich muss immer, wenn ich diese Palette benutze, an diese wundervolle Frau denken, die mich am Anfang meiner YouTube-Zeit mit einem der geilsten Pakete überrascht hat, was ich je bekommen habe. Es ist echt Wahnsinn. Also da bin ich nach wie vor echt super dankbar für. Und ja, die Palette ist dann noch ein Stückchen dunkler. Tatsächlich, das ist eher für Abendlooks gemacht, diese Palette, ne? Ein Ton, den ich jetzt echt selten verwende, ist der Ton Bloom. Ich weiß nicht, obwohl ich heute auch so ein rotes Augen-Make-up habe, ich traue mich nicht an diese Farbe ran. Frag mich nicht, warum. Was ich aber richtig schön finde, ist die Farbe Rose Quartz und die Farbe Pearl. Das sind von der Textur beides sehr, sehr ähnliche Farbtöne. Ich gehe jetzt hier aber mal in den Ton Rose Quartz rein, der auch wieder ganz, ganz soft gepresst ist. Der Wahnsinn. Die Qualität, Leute, ne? Ja, Qualität hat hier wirklich ihren Preis, aber es hat seinen Grund, ne? Der hat auch so einen mega schönen Goldschimmer mit drin, und den kannst du dir auch einfach komplett aufs ganze Lid machen und bist einfach schon fertig, ne? Kannst dann mit einem Bronzer oder mit Twig ausblenden und schon ist alles wundervoll. Also, geil. In dem zweiten Schub hier habe ich meine Becker-Paletten drin. Einmal habe ich hier diese hier, das ist so eine Sonderedition gewesen. Die heißt, Moment, Eyelights-Palette, die Après-Ski Glow Collection. Genau, die Après-Ski Glow Collection habt ihr ja schon in meinen Face-Paletten auch gesehen. Und hier habe ich jetzt die Lidschattenpalette, die aber interessanterweise komplett aus den Highlightern besteht, die Becker so zu bieten hat. Und das finde ich aufregend. Man kann sich damit sehr, sehr soft schminken, sehr, sehr, weiß ich nicht, schimmernd halt. Das sind halt nur Schimmertöne. Eigentlich musst du diese Töne in Kombination mit einem Bronzer verwenden. Es sei denn, du stehst auf sowas. Das ist, ich mag das auch einfach komplett mit einem Highlighter zu schminken. Und hier gehen wir mal einfach in den Farbton Hot Cocoa rein. Das ist, als Highlighter kannst du den natürlich nicht nehmen, aber als Lidschatten, ne? Es ist speziell.
Der hat auch nur einen leichten Schimmer mit drin, aber der Schimmer ist da, ne? Es ist schon cool und so ein Schokobraun. Ja. Ne? Die kannst du auch gleichzeitig als Highlighter-Palette mitverwenden. Natürlich jetzt bei meiner Hautfarbe nicht unbedingt den Ton. Dann habe ich hier die Volcano Goddess Palette. Das ist diese hier. Die habe ich mal im TK Maxx gekauft. Das sind auch, also, schöne Töne, aber ich kriege es irgendwie nicht damit hin, ein helles Augen-Make-up zu schminken. Ich weiß nicht, weil ich fange dann immer an, so in diesem Bereich, und dann falle ich irgendwann auf die Seite rüber, weil die Töne so geil sind. Und dann wird es dann doch irgendwie dunkler, als ich dachte. Ja, also was ich hier richtig geil finde, ist der Ton Hermatit. Das ist dieses Farbtönchen hier. Das ist so ein Grau-Blau, würde ich sagen. Also, ne? Oh, schöner Ton. Und hier hast du halt matte Töne, du hast schimmernde Töne drin. Und der funkelt, der schimmert nicht, der funkelt in allen Farben. Ja, wenn du dich abschminkst, hast du das auch im ganzen Gesicht. Was ein bisschen schwierig ist, ist das Diamond Dust, weil das ist wirklich Dust. Also, ne, das fliegt dir auch wirklich überall rum, aber es ist ein schöner Ton. Genau, machen wir das hier mal ein bisschen bunter. Guckt euch die Pigmentierung an und der ist hammerschön, oder? Oh. Gefällt mir unheimlich gut. Also Hermatit oder Hematit. Oh, krasser Ton. Schöner Ton. Mitunter ein Grund, weswegen ich dann halt immer wieder dunkel werde, wenn ich diese Palette verwende. BH Cosmetics hat bei mir nicht nur zwei Schübe in diesem Turm, sondern auch, ja, die Zodiac-Paletten, die habe ich dann auch separat aufgeführt, ne? Also, ein Häuflein. Natürlich habe ich die Mrs. Bella-Palette und hier habe ich mir The Dark Side genommen. Hier weiß man nie so genau, ne? Ist das eine Lidschattenpalette, ist das eine Facepalette? Weil du hast Lidschattentöne und du hast Gleam als Highlighterton, der Hammer ist, aber für mich ein bisschen zu dunkel. Und Love oder Love als Blushton, der auch wundervoll ist. Aber wir schauen uns jetzt ja die Lidschattentöne an. Da finde ich ultra schön den Venus. Das ist dieser Ton. Guck dir den an, ne? Der ist hammerschön. Und du hast hier tatsächlich matte Töne, du hast schimmernde Töne, aber... Du kannst damit halt ein schönes Abend-Make-up schminken, ne? Butter, Butter, Leute, ich sag euch das. Und so ein richtig geiler Kupferton ist das. Das ist, als wäre da Öl mit drin, ne? Wenn ich das hier so auftrage. Das ist wundervoll. Ich freue mich schon drauf, wenn ich das nachher alles wegmache und ich dann einfach glitzer wie eine Fee. So wird es nämlich laufen hier. Unfassbar. Eine weitere Kooperationspalette mit einer YouTuberin ist hier die 1991er mit Alicia Marie. Und das ist so eine krasse Palette. Also das BH eine so krasse Palette, nein, ja, rausbringt mit, also Alicia Marie, also das ist Hammer, 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 Hammer. Duochromes, soweit das Auge reicht. Unfassbar, ich finde am geilsten den Ton Illusion. Den finde ich richtig geil. Auch schön finde ich Ritual, wobei du den halt auf dem Auge hast und dann wird es eher tatsächlich braun. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich eigentlich dieses Grüne da drin so geil finde. Ne? Aber das siehst du nicht so intensiv. Lullaby und Legend, also sowieso die ganzen Duochromes, das ist Hammer. Die matten Töne sind auch super pigmentiert, aber nicht zu heftig, sodass du es trotzdem noch soft ausblenden kannst. Wundervoll, ich muss sie öfters verwenden. Aber Illusion wird jetzt hier geswatcht. Das ist, als würdest du... über Samt streicheln, wirklich. Also, und das zu so einem Preis, ne? Da will ich, also, oh, ich will das gar nicht. Ich will nicht aufhören, da reinzugehen, weil er sich so schön anfühlt. Und, oh, ne? Das ist Hammer. Das ist Hammer. Das ist, oh, so eine schöne Farbe. So ein schöner Duochrome, der so lila-blau schimmert und einfach schön ist, ne? Beautiful in Barcelona, ja. Auch das eine Palette, die ich eigentlich eher zufällig mir geholt habe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die habe ich mir bei BH Cosmetics im Sale ergattert. Und was ist das für eine geile Palette? Also, du kannst damit Alltagslooks schminken, mit den etwas helleren Farben. Du kannst damit aber auch krasser werden, wenn du dir dieses Azul anschaust. Das schreit ja nahezu aus der Palette raus, ne? Ich finde aber auch, dass diese Glitzer- und Schimmertöne der Hammer sind. Hier Familia oder Familia, Familia? Familia, Familia ist mein Lieblingston. Das ist ein Duochrome und der hat auch... Oh. So ein samtiges, ich liebe es da reinzufassen, Finish.
oder Gefühl auf dem Finger, so ein Ton, wo ich niemals sagen würde, oh mein Gott, den brauche ich. Aber wenn du den auf dem Finger hast, in der Palette hast, auf dem Auge hast, dann sagst du, ich brauche ihn aber doch. Das ist dieses Orange mit Gold und oh, ich weiß gar nicht, ne? Ich glaube, dieses Video ist auch ein richtiges Schwärme-Video. Es tut mir auch leid. Also die Paletten, die quasi wandern durften, die sind auch schon aussortiert. Vielleicht wird die ein oder andere hier fliegen jetzt gleich, aber eigentlich bin ich vollkommen verliebt in das, was ich hier habe. Es ist so ein besonderer Ton. Schön, oder? Hammer. Richtig geile Palette. Die Pigmentierung von BH ist sowieso, also für den Preis. Zodiac Gemini. Die habe ich auch schon mal in einem Video verwendet. Und genau, richtig, richtig schöne Palette, die einfach mein Sternzeichen ist. Deswegen musste sie auch sein. Ich habe sie auch tatsächlich in dem Zuschauerpaket bekommen, habe dann aber gemerkt, dass ich sie leider doppelt habe. Genau, das ist jetzt meine Palette und sie entspricht halt auch einfach voll mir. Das sind Warm Tones, das sind schöne Töne. Dieses Gelb, da hat man erst ein bisschen Angst vor, aber es ist echt gut und damit kannst du einen schönen Sonnenuntergang schminken. Hat nicht viele Schimmertöne, das heißt, wenn sie eine richtige Cloudy-Palette wäre, dann wäre sie mit noch viel mehr Schimmertönen. Zum Beispiel fehlt mir hier so ein dunkler Schimmerton mit drin, aber dieser hier oben ist natürlich mein Lieblingston, weil Lidschatten Schimmerton. Ja, und den kannst du halt dann auch so ein bisschen nehmen, um die anderen Töne so ein bisschen damit zu mischen, dass es halt was wird, aber es ist auch ein schöner rosé-goldener Ton, den ich gerne habe und der einfach schön ist. Lässt sich jetzt schwer swatchen, weil es kleine Fännchen sind, aber es ist ein schöner Ton. Ne? Ich habe schönere, aber es ist mein Sternzeichen. Aurora Lights. Oh, Aurora Lights, Aurora Lights. Genau, das ist eine heftig schöne Palette, weil sie sehr besonders ist. Sie ist einfach bunt. Also wenn du einen bunten Schimmerton haben willst, hier hast du ihn drin. Definitiv. Mein liebster Ton ist hier tatsächlich der Ton Prismatic, aber auch der Ton Polar. Ich glaube, Polar nehme ich jetzt auch, genau. Ja, komm, Polar. Die sind halt gebacken. Die Lidschatten, die hier drin sind. Das heißt, sie sind relativ trocken, aber ja, die strahlen richtig, ne? Auch auf dem Auge. Es ist ein Fest, es ist mir jedes Mal ein Fest, wenn ich die Palette verwende. Den musst du halt, wie du siehst, auch aufbauen, weil das halt jetzt sehr trocken ist, ne? Also da muss man noch ein paar Mal öfters reingehen, aber es ist ein richtig schöner Ton, der jetzt auch gerade schön zu meinen Nägeln passt, ne? Und der strahlt halt, ne? Der hat eine richtig schöne Leuchtkraft und so geht es einem bei wirklich so gut wie allen Tönen aus dieser Palette. Und deswegen mag ich die halt so gerne und deswegen würde ich die halt auch echt nicht aussortieren wollen. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis ist dabei auch gegeben. Genauso auch bei der Galaxy Chic Palette. Ich habe nicht jede Palette aus der Reihe. Manche habe ich aussortiert, weil sie mir dann doch irgendwie zu ähnlich waren. Und ich habe dann das behalten, wo ich gesagt habe, ja, das sind Töne, die ich auch besonders finde. Denn auch diese Palette ist wieder sehr, sehr intensiv. Nur Schimmertöne, richtig klasse. Aber ihr kennt mich, ich kann auch nur mit Schimmertönen ein Augen-Make-up schminken, weil ich es einfach gerne mag, weil ich gerne Schimmer auf dem Auge trage. Da brauche ich eigentlich weniger die matten Töne, sondern vielmehr die Schimmertöne. Hier spricht mich natürlich der Ton Meteor Ultra an. Das ist ein richtig schönes Türkis, Helltürkis, Mintgrün, wie auch immer. Diese Töne finde ich, oder diese Palette ist ein bisschen weicher tatsächlich als die Aurora Lights, obwohl die halt sehr ähnliche Texturen auch haben. Aber ich weiß nicht, das ist halt so vom Gefühl her so. Und ja, auch das wieder enorm Strahlkraft. Ich ja, mag sowas. Das ist halt einfach meins, ne? Und hier kriegst du halt auch für einen schmalen Euro ganz gute Geschichten, ne? Ja. Es ist schön. Es ist wirklich schön. Aber neutral ist damit nicht gegeben. Neutral findest du vielmehr in der Desert Oasis Palette. Das ist halt wirklich eine Klassiker-Palette. Da hast du aber auch Face-Produkte drin. Das heißt, hier befindet sich auch etwas, was du als Bronzer verwenden könntest mit drin. Es befinden sich ja auch Töne, die du als Highlight verwenden kannst mit drin. Und ja. Ist sie nicht wunderschön? Ja, halt die sehr, sehr klassische Palette. Ich glaube, so gut wie jeder, der irgendwie BH mag, hat tatsächlich diese Palette auch in seiner Sammlung. Am liebsten mag ich hier natürlich Hot Spring. Ich stehe auf Blautöne, ne? Das merkt man halt immer mehr. Man merkt es daran, dass ich halt ständig auch blauen Nagellack trage. Ja, ich mag es einfach gerne. Genau. So schaut die Farbe aus und das ist einfach Butter. Das ist alles Butter. Oh, der ist halt, ne? Oh. Oh, wunderschön. Ja. Kaktus ist übrigens ein Duochrome, ne? Das ist auch ein ganz schöner Ton.
Wie gesagt, du kannst damit dezente Looks schminken, du kannst damit helle Looks schminken, dunkle Looks, du kannst dich so mit dieser Palette austoben. Also die gibt sehr, sehr viel her und das finde ich halt sehr charmant. Auch wieder, ich glaube, für 25 Euro oder so. Alles, was ich noch online finden kann und was auch in die Infobox passt, verlinke ich dir auch in die Infobox. Schau da gerne mal vorbei. Ja, und jetzt habe ich hier noch die Opalescent Palette. Das ist diese hier. Und ja, die hatte ich ja schon mit euch zusammen verwendet, ne? Die ist auch ganz toll. Die ist mit sehr, sehr kleinen Fändchen, aber dafür mit einer sehr guten Farbauswahl. Und ich habe mich in Magic verliebt. Das ist ein ganz, ganz toller Ton, den ich richtig klasse finde. Ein schönes, zartes Lavendel. Und hier sind die Farben natürlich etwas, oder die Töne, nein, die Fändchen, ja, die Lidschatten, nicht so fest, weil sie halt nicht gebacken sind. Das heißt, sie sind wieder sehr schön samtig. Oh Mann, ey. Ja, ich mag sowas. Schöner Lavendelton. Den setze ich hier mal hin. Strähnung ist weg. Mag ich gerne. Ne? Und damit kann man halt einen schönen Ausgeh-Look schminken, aber auch ein schönes Alltags-Make-up. Ja, dann habe ich noch die drei Zodiac-Paletten. Das heißt, einmal habe ich hier die ganz klassische Zodiac-Palette. Was ich an diesen Paletten halt etwas blöd finde, ist, dass sie halt so riesig sind. Sie sind unhandlich, sie passen nicht in jeden Schrank so mit rein. Das heißt, du musst die irgendwo anders aufbewahren und das finde ich ein bisschen schade. Aber sie sind halt geil. Ich weiß gar nicht, warum hier noch die Folie drauf ist. Ich schmeiße sie normalerweise immer weg. Das ist der Klassiker unter den Zodiac-Paletten und ich finde sie auch wirklich richtig schön. Das ist von den Fändchen eine ganz spezielle Anordnung, die kann man mögen, muss man aber nicht mögen. Genau, und ich finde am schönsten den Aries, den hier. Das ist tatsächlich mein Lieblingston, obwohl es halt nicht mein Sternzeichen ist. Aber den mag ich am liebsten, weil der halt so schön grün ist. Oh mein Gott. Ja, die Pigmentierung auch hier. Die Palette hat, glaube ich, auch 24,95 oder so gekostet. Ne? Das ist schon hammermäßig. Also für Drogerie so eine Qualität. Wer sich da beschwert, ist fehl am Platz, meiner Meinung nach. Finde ich echt klasse. Ja. Ein Schätzchen in meiner Sammlung, wirklich. Als nächstes kam die Zodiac Love Science Palette, ich glaube 2019 raus, wenn ich mich nicht irre. Weiß ich nicht, steht das hier hinten irgendwo drauf? Ich glaube nicht. Nee. Die habe ich mir natürlich auch geholt, weil ich sie auch richtig schön finde. Oh. Die ist natürlich etwas bunter und etwas mehr ins Rot-Rosa-Stichige rein und eine richtig geile Palette. Und hier tatsächlich gefällt mir Gemini, also mein Ton am liebsten. Gemini ist ja Zwilling. Das ist halt so ein krasses Pink, ne? Pink ist immer cool. Und der ist hammermäßig unterwegs. Der ist echt schön. Ja. Oh. Oh. Mit BH macht man auch eigentlich nichts falsch. Aber irgendwie, weiß ich nicht, haben die Paletten immer was Besonderes und sind immer einen Tick besser, als man so erwartet. Das ist so meine Erfahrung. So ging es mir zum Beispiel auch mit der Crystal Palette. Da war ich überwältigt von. Die habe ich ja auch mit euch zusammen in der First Impression geschminkt. Wow. Also hier hast du außenrum zu diese gebackenen Töne, die du auch in der Galaxy Chic Palette mit drin hast von der Art und Weise. Aber ich finde, dass sie tatsächlich auch besser pigmentiert sind. Hier finde ich tatsächlich den Ton Jade am besten. Wo ist er denn? Da. Das ist dieses Grün. Den finde ich wundervoll. Deswegen mag ich diesen Grün zum Beispiel auch. Dieses Grün sehr gerne, weil das halt so ein bisschen mein Auge optisch vergrößert, wenn ich mir den aufgebe und weil der einfach schön ist. Schöne Farbe. Richtig schöne Farbe. Ich finde auch, also, die haben halt auch so schönen Schimmer da immer mit drin, was halt Schimmer ist. Es ist kein grober Glitzer oder so, es ist einfach Schimmer. Und das hält. Also bei mir hält es auf jeden Fall immer richtig gut. Und mir fällt gerade ein, ich habe da hinten noch eine Palette liegen, die hole ich doch mal eben. Nicht nur eine. Ich habe nämlich letztens bei BH Cosmetics bestellt und habe da zum Beispiel die Digital Future Palette mir geholt. Die habe ich noch gar nicht verwendet. Das heißt, es macht jetzt auch wenig Sinn, wenn ich dir sage, was mein Lieblingston ist, weil ich das noch gar nicht weiß. Die habe ich noch gar nicht so richtig ausgetestet. Die möchte noch mit euch zusammen getestet werden. Da hattet ihr mir auch geschrieben, dass ihr euch das wünschen würdet. Und oh, ich habe sie noch gar nicht aufgemacht. Oh mein Gott, ist sie schön, oder? Wow. Okay, auf den ersten Blick. Was ist mein Lieblingston? Was denkt ihr? Also ich persönlich mag am liebsten diesen Ton hier unten. Das ist so ein Duochrome. Dieses Pink finde ich super aufregend. Das Rosa hier oben ist auch ein Duochrome. Nehmen wir den. Komm, wir nehmen den hier mal.
setze so in der First Impression einen, den ich richtig geil finde. Der fühlt sich schön an, auch sehr, sehr soft gepresst, da muss man aufpassen. Der erinnert mich doch an jemanden hier. Den hatten wir doch schon mal, ihn hier, ne? Sieht sehr ähnlich aus, den setze ich hier mal drunter. Oh, der ist noch ein bisschen krasser. Ui. Der ist mir ins Pinkstichige, doch, aber gefällt mir auch sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Hui. Wie das reflektiert, ich stehe drauf, ja. Die wird aber noch getestet mit euch zusammen. Deswegen liegt sie auch da hinten. Und dann lag da noch die Color Festival Palette. Die habe ich mir nämlich auch letztens geholt. Die wollte ich mir auch mal anschauen. Weil die halt so schön bunt ist, ne? Die habe ich halt auch noch nicht getestet. Und in dieser Form habe ich, glaube ich, gar keine Palette mehr. Und ich finde die hammer schön. Echt schön. Die möchte auch noch getestet werden. Wow. Hier gucken wir uns mal den Ton Candy an. Aber die wird auch noch mit euch zusammen getestet. Ich mache das jetzt vermehrt, dass ich auch einzelne Lidschattenpaletten mit euch zusammen teste. Der ist auch wieder schön, ne? Auch wieder so ein ganz spezieller Ton. So einen ähnlichen hatten wir eben auch schon. Da. Das ist sehr, sehr ähnlich. Nicht schlecht, Herr Specht. Cool. So, das war's aber auch mit neuen Paletten, die irgendwo bei mir rumfliegen, die ich noch nicht einsortiert habe. Glaube ich. In dem Glossybox Adventskalender hatten wir diese Palette von Kia T London mit drin. Und ja, das ist eine hochpreisige Marke. Und da hatten wir dieses 9er Set drin. Die finde ich ganz schön. Die lässt sich auch ganz gut verarbeiten, ganz gut auf dem Auge aufbauen, verblenden und so weiter. Aber auch hier habe ich irgendwie das Problem, dass ich da doch etwas immer mal wieder zu dunkel werde. Hier haben wir wieder diesen coolen Ton mit diesem, also dieser Orange mit diesem Goldschiff mit drin, den ich hier ja auch schon quasi zweimal habe. Also so besonders ist das Ganze dann auch nicht. Aber dieser Ton in der Mitte ist ziemlich besonders. Jedenfalls von der Textur, ne? Das hat wirklich Qualität von Anastasia Beverly Hills, würde ich mal tatsächlich sagen. Der ist auch sehr ölig, also man muss wirklich aufpassen, dass man das, dass man die Farbe nicht komplett aus dem Fältchen rausnimmt. Das ist dieser Ton. Der ist wie Metall. Und der ist halt schön pigmentiert, der ist richtig, richtig klasse und ich mag den auch sehr, sehr gerne. Ne? Das ist auch eine Palette, die man gut mal so mitnehmen kann. Deswegen bleibt sie halt auch. Ich denke nicht, dass ich den Preis dafür bezahlt hätte, die sie gekostet hat, aber ja. Vor allem Adventskalender, da beschwert man sich nicht. Von Catrice besitze ich tatsächlich zwei Paletten. Das ist einmal die Nude Peony Palette. Das ist diese hier. Das war oder ist ein Online-Exclusive-Produkt. Die schaut so aus. Ist eine wirklich nudige Palette. Ja, also sehr alltäglich. Nichts unfassbar Spezielles in dieser Palette, muss ich gestehen. Außer jetzt zum Beispiel dieses grobe Glitzer. Das nehmen wir jetzt gleich auch mal. Ansonsten sind das Töne, die du wirklich in sehr, sehr vielen anderen Paletten mit drin hast. Und hier muss man immer so aufpassen, weil das hat tatsächlich Öl mit drin. Das hat so eine ganz, ganz merkwürdige Konsistenz. Also ja, da saugt man immer ein bisschen mit rum. Aber auf dem Auge aufgetragen und wenn es dann auch wirklich hält, das ist wie Glitter Glue. Keine Ahnung, es ist sehr, sehr glitzerig, das Ganze. Ne, du siehst es auch hier wahrscheinlich beim Swatch, dass es halt sehr, sehr uneben ist. Lässt sich auch schwer swatchen, die musst du halt so aufbauen. Und das ist eine Farbe, die Spaß machen wird, wenn ich mich nachher hier abschminke oder dusche, weil die machen wird, dass mein ganzer Körper glitzert. Wie eine Disco-Kugel. Ähnlich ist es tatsächlich auch bei der Orchid Dusk Palette. Das ist diese hier. Die ist sehr dunkel unterwegs und sehr ins Rotstichige, aber halt auch wieder einfach zu verwenden, muss ich wirklich sagen. Hier hast du jetzt nicht wirklich irgendwas, was dich anschreit und sagt, ich bin besonders, muss ich gestehen. Also das sind halt sehr klassische Geschichten. Ich nehme jetzt einfach mal diesen dunklen Ton hier oben, weil der halt noch so ein bisschen andersfarbige Schimmerpigmente mit drin hat. So ein bisschen ins Silberne und ein bisschen grünliche Schimmerpartikel. Ist ganz nice, ne? Aber es ist halt nichts Besonderes. Deswegen bin ich bei der Palette auch immer mal wieder am Überlegen, ob ich sie aussortiere, weil sie halt mir ein bisschen zu simpel ist, ne? Aber die Pigmentierung ist halt schon schön. Ich muss da noch ein bisschen mit spielen und schauen, ob ich die nicht doch vielleicht verwenden und behalten möchte. Weil für Alltagslooks, für schnell mal eben Looks ist die eigentlich echt gut.
Essence. Ja, da habe ich ein paar mehr von, als ich von Catrice habe tatsächlich. Ne? Ist jetzt aber auch der aktuellen Situation geschuldet, würde ich mal so sagen. Weil zum Beispiel die The Rose Edition, die habe ich jetzt justement gerade neu gehabt in der Glossy Box Young. Habe ich auch noch gar nicht verwendet. Ne? Die Fännchen sprechen mich überhaupt nicht an, weil ich mag das nicht, wenn die Fännchen so nah beieinander stehen, nur so einen leichten Stick zwischeneinander haben. Und wenn Fännchen länglich sind, das mag ich einfach nicht. Wir schauen uns jetzt aber dennoch mal diesen roten Ton hier an. Der fühlt sich schon mal ordentlich pigmentiert an. Wow, da kommt aber ordentlich was auf den Finger. Das ist krass. Ja, wow. Der ist schön pigmentiert, hat aber sehr wenig Schimmer, ne? Aber naja, die ganze Palette möchte auf jeden Fall nochmal getestet werden und das werde ich auch mal tun. Ich habe auf jeden Fall in den Reviews gehört, oder in den First Impression Videos, die es zu der Palette gibt, dass die unerwartet gut pigmentiert sein soll und quasi nochmal so eine weitere Stufe, die Essence für sich in Anspruch genommen hat, wie auch immer man das sagen mag. Essence ist dann nochmal eine Stufe besser geworden. Genauso sollte es ja auch bei den City Paletten sein, die wurden ja echt bis in den Himmel hoch gelobt. Die Hallo Berlin Palette habe ich selber schon getestet. Ihr werdet wahrscheinlich dieses Video, ja, ihr werdet dieses Video vor dem Video sehen, wo ich die teste. Hat bei mir nicht so gut abgeschnitten wie bei anderen, sage ich jetzt mal einfach so. Aber ganz ehrlich, für 7 Euro oder was die Palette kostet, ist das vollkommen in Ordnung, was die macht. Muss ich wirklich sagen. Ja, die matten Töne, okay, ich habe hier so viele Schimmertöne geswatcht. Ich nehme jetzt hier mal den matten grünen Ton, den ich hier habe. Der war bei mir tatsächlich relativ fleckig. Die Schimmertöne, die hier drin sind, sind ganz schön. Die sind, kannst du super verwenden, solo und dann einfach mit einem Bronzer ausblenden, fertig. Aber der Grünton, ja, im Swatch sieht der gut aus, finde ich jetzt, ne? Was soll das denn jetzt jedoch? Aber mit dem Pinsel auf dem Auge aufgetragen hat er leider nicht so gut performt. Naja, egal, trotzdem. Ja, kann man sich mal anschauen. Es ist halt eine relativ günstige Palette. G'day Sydney, das ist diese City-Palette. Habe ich im Trash-Paket gehabt, habe ich aber noch nicht verwendet. Ne? Die ist ganz hübsch, die gefällt mir auch ganz gut und ich denke, dass man da auch ordentlich was mit zaubern kann. Ich nehme jetzt hier natürlich auch den grünen Ton, weil ich stehe auf diesen grünen Ton. Sorry. Und der ist halt schimmernd wieder. Ja, natürlich. Und der sieht aber geil aus. Der ist auch sehr besonders, finde ich. Oh, und der in Verbindung jetzt hier mit diesem... Oh, ich glaube, das könnte was werden, oder? Guck mal, wenn man diesen matten grünen Ton mit diesem schimmernden grünen Ton nehmen würde... Ich glaube, da könnte man echt eine Party mit feiern. Wow. Gefällt mir. Love What You Do von Essence, das ist diese Palette, die war ja oder ist ja auch im Standardsortiment eingezogen. Die fand ich richtig toll, weil es halt auch eine schöne Alltagspalette ist, die du mit den dunklen Tönen in einen Abendlook verwandeln kannst, aber mit den hellen Tönen hast du einen schönen, richtig schönen Alltagslook. Ja, die Farbe Funfair hat mich natürlich angesprochen. Die ich jetzt auch schon mehrfach habe. Egal, wir gucken uns die trotzdem mal an. Die Verblendbarkeit und die Textur von den Tönen finde ich schön, mag ich gerne. Und hier, das ist aber ein bisschen heller, komm. Ein etwas helleres Orange mit etwas krasseren Goldschimmerpartikeln. Genau, wenn ich das nämlich jetzt genau daneben swatchen würde, sieht man halt auch schon direkt den Unterschied. Ne? Die ist deutlich heller. Ja, aber dennoch ein richtig schöner Ton und die Palette an sich ist auch wundervoll und echt empfehlenswert, weil die Qualität der Lidschatten ist darin echt gut. Und ich glaube, die kostet auch nur irgendwie 6,95 oder so. Beschwere ich mich nicht drüber. Wenn ich jetzt eine Palette für 50, 60, 70 Euro habe und die nicht meinen Erwartungen entspricht, bin ich da schon etwas zickiger unterwegs. Aber wenn das so eine günstige ist, erwarte ich auch gar nicht so viel davon. Eine Palette, die ich richtig schön fand, ist die Tiana Palette. Das ist diese hier aus der Essence Disney Collection. Die habe ich letztens erst nochmal verwendet. Ich habe mir damals alle Disney Paletten gekauft. Lang nicht alle sind geblieben. Also das ist eine der wenigen, die noch geblieben sind. Hier finde ich am aller heftigsten diesen Ton. Den habe ich mir im Innenwinkel aufgegeben, beziehungsweise auf dem inneren Drittel. Hammermäßig. Und... oh, das ist so ein schöner Ton, Leute. Den musst du aufbauen, ja. Da musst du auch wirklich arbeiten, bis du da ein schönes Ergebnis hast. Das muss ich wirklich auch dazu sagen. Aber wenn das Ergebnis da ist, dann liebst du es. Ist jetzt auch auf dem Finger fleckig und nicht allzu so, nicht so, wie er sein könnte, ne? Aber
Wenn man den halt mit Druck swatcht, dann sieht man, was er theoretisch erreichen könnte. Das ist so eine Strahlkraft. Wenn du den ordentlich aufbaust oder auf eine Cut-Crease gibst oder so. Oh, Hammer. Hammerton. Echt. Hat Essence richtig toll gemacht. Wirklich. Auch eine Palette, die ich ins Herz geschlossen habe und die bei mir geblieben ist, ist die Ariel-Palette, die Ariel-Palette. Ja, die ist speziell. Die beinhaltet fast nur Schimmertöne, aber sie ist schön. Sie ist bunt, sie ist knallig, sie ist toll. Am besten gefällt mir das Grün. Wer hätte es gedacht? Ja, das ist mit etwas gröberen Schimmerpigmenten oder auch Glitzerpigmenten drin. Auch hier wieder aufpassen, ne? Weil sonst fällt dir der Ton runter. Der fühlt sich im Pfännchen recht trocken an. Aber dann, wenn du doller reibst, wird er irgendwie ölig. Keine Ahnung. Sehr merkwürdige, aber sehr schöne Textur. Oh, guck mal. Der wird hier auch, glaube ich, zu diesen grünen Viechern passen. Oh, ja. Ich bin eigentlich kein Fan davon, dass man unterschiedliche Lidschattenpaletten für einen Look zusammen kreiert. Aber die drei, die haben Spaß zusammen. Doch, mag ich. Hatice Schmidt Labs. Ja. Ne? Über jede dieser beiden Paletten habe ich bereits ein Video gedreht. Das ist einmal die Holy-Palette. Und ja, ne, da gefällt mir natürlich am besten der Holy-Ton mitten in der Mitte. Diese Palette hat ihre Tücken. Wenn man sie aber immer wieder versucht und probiert, soll sie wundervoll werden. Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also ich habe beide jetzt jeweils zweimal verwendet und muss sagen, ja, von Mal zu Mal gewöhnt man sich mehr dran. Aber möchte ich bei einer 55 Euro teuren Palette mich daran gewöhnen müssen, sie zu verwenden und mir eine andere Technik aneignen? Irgendwie nicht. Naja, ich swatch den hier hinten mal. Es ist ein schönes Türkis, ne? Das ist es wirklich. Ein schönes Türkis, aber nichts, was ich noch nicht hätte, wenn man das mal so sieht. Ja, aber es ist an und für sich eine schöne Palette, wäre für mich aber keine 55 Euro wert. Also ich habe, glaube ich, in dem Video gesagt, 40 Euro wäre sie mir wert. Ja, und keinen Cent mehr. Die Day fand ich tatsächlich ein bisschen besser als die Holy Palette, aber auch nicht umwerfend gut. Hier hast du sehr viele matte Töne drin. Ich bin kein Fan von matten Tönen tatsächlich. Dieses Rain fand ich ganz, ganz, ganz schwierig. Ganz schwierig. Ja, Promise geht ähnlich. Also es ist von der Art und Weise wirklich ähnlich wie Rain. Ja, ne? Ich möchte da nicht weiter groß was zu sagen. Ich werde sie ja weiterverwenden und so weiter. Aber es sind Paletten, die mich enttäuscht haben. Der Ton Mondays ist wundervoll, der ist richtig toll. Ein ganz klasse Duochrome, wie auch immer Ton, ja nicht Duochrome. Es ist ein spezieller Ton halt, ne? Dieses grüne, aufregende. Aber sie musste halt auch irgendeinen Ton reinpacken, der irgendwie was Spezielles ist, weil die anderen sind es nicht, ne? Naja, egal. Wir swatchen den hier hinten. Huch. Ja, genau. Es ist speziell. Es ist, ne, wirklich speziell. Je nachdem, wie das Licht drauf fällt, ist der geil oder eben nicht geil. Und ja, ihr habt die Videos schon gesehen. Nicht jeder steht auf diese Paletten. Manche finden sie klasse, manche sagen unheimlich furchtbar. Ich bin so mit gemischten Gefühlen unterwegs. Teilweise finde ich sie okay, aber dann denke ich an den Preis und denke mir, boah, ne. Als nächstes habe ich hier von IT Cosmetics eine Palette. Das ist die IT Girl Palette. Die ist auch wieder eine Face Palette. Jedes Mal stehe ich davor und denke mir, wie kriege ich sie auf? Ja, so schaut sie aus. Warum ist hier immer eine Folie drauf? Ich finde diese Folien so furchtbar. You are beautiful, you are it. Hm, das steht da drin. XOXO Jamie, genau. Du hast hier in der Mitte so ein, ich würde sagen, Blushleiter. Also das ist quasi Blush und Highlighter in eins. Dann hast du hier schimmernde Töne, hier hast du matte Töne. Ich habe die Palette noch kein einziges Mal verwendet und muss es unbedingt tun. Ich finde diesen goldenen Ton wunderschön. Und der heißt, der hat einen Namen, 24 Karat, genau. Tada, es ist halt so ein richtiger Goldton, ne? Den setze ich hier mal hin, ja. Es ist keine Palette, wo du sagst, oh mein Gott, ist noch nie da gewesen. Aber sie war halt im Sale und ich fand sie interessant und ich wollte sie haben und ich habe sie mir gekauft. Genau. Möchte aber nochmal eingehend verwendet werden. Also kommt sie auch auf meinen Haufen mit den Paletten, die ich demnächst noch verwenden möchte. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, so einen Haufen sollte ich mal machen. Ne? Da habe ich jetzt die IT Cosmetics, die BH Color Festival und die Digital Future Palette.
Wenn du noch irgendwie hier eine Palette siehst, wo du sagst, oh mein Gott, Claudia, auf jeden Fall nochmal zeigen, schreib mir das in die Kommentare. Ich mache demnächst ja noch ich lose aus meiner ganzen Sammlung verschiedene Produkte aus, wie Schminki, oder werde das halt immer wieder machen. Dafür muss ich aber erstmal alles kategorisieren und das mache ich jetzt nach und nach. Und jetzt sind wir ja gerade erst bei den Lidschattenpaletten, ne? Aber wir sind schon fast am Ende. Ja, fast. Die Palette, die ich gerade auf den Augen drauf habe, ist die Lethal Cosmetics Meets Jolina Men Palette. Boah, ist die schön. Die gefällt mir richtig gut. Ja, die ist heute erst bei mir eingezogen tatsächlich. Und ja, was habe ich auf den Augen? Ich habe auf den Augen Loyalty, ich habe Serenity, ich habe Cold Brew, ich habe Wonderland. Was habe ich noch? Worth It habe ich auch drauf. Surgery habe ich. Habe ich. Scandal habe ich, ja, aber halt diese Blautöne habe ich noch nicht. Und Khmer Eyes möchte ich gerne jetzt mal swatchen, weil das war eigentlich der Ton, der mich in ihrem Video am meisten angesprochen hat, den ich aber noch nicht verwendet habe. Ich muss wirklich sagen, dass mich die Palette übrigens sehr positiv überzeugt hat. Habe ich gestern mit euch geschminkt und ja, wir gucken uns mal diesen wunderschönen moosgrünen Ton an. Boah, ja. Der gefällt mir. Der muss auf jeden Fall auf dem Auge getestet werden. Ich weiß nicht. Aber dann eher außen. Außen würde ich mir den vorstellen. Ich glaube, da muss ich aber mehr von aufbauen. Der fühlt sich sehr samtig übrigens im Fännchen an. Sehr speziell. Ich weiß gar nicht, ob der eine spezielle Textur haben soll oder so. Ja, aber von der Farbe her gefällt er mir schon mal ganz gut. Und eine, die halt irgendwo nicht in meiner Sammlung fehlen darf, weil ich sie echt schön finde, ist von Luvia die Secret Amira Palette. Das ist diese hier. Die ist nicht nur von außen von der Optik richtig schön, sondern sie ist auch von innen richtig klasse. Das ist meine liebste Luvia Palette und auch die einzige, die noch in meiner Sammlung drin ist. Und ja, Indian Ocean, das ist dieses Türkis, ist mein absoluter Lieblingston. Die anderen Töne, also wenn du jetzt quasi den Ton zuhalten würdest und den Ton, wäre das eine sehr, sehr langweilige Palette. Und wenn du die beide Töne wieder dazu lässt, ist es wieder wundervoll, ne? Ja, also deswegen, also sie ist nur durch diese beiden Töne eigentlich speziell. Aber sie ist schön. Genau, weil du damit halt auch echt gut arbeiten kannst. Luvia hat eine gute Qualität, auch von den Lidschatten her. Ja, ich habe die Palette noch wegen Indian Ocean tatsächlich. Ich stehe auf Türkis. Ich mag's. Das ist auch so ein schönes Türkis. Ich mag es wirklich gerne. Ja, und das kann man echt so schön in ein Augen-Make-up integrieren. Und das ist so toll und das ist ähnlich zu dem von der Ariel-Palette, aber trotzdem ist es so schön. Ich mag das. Ich mag die Palette. Ich verwende sie gerne, weil sie auch einfach zu verwenden ist. Kommen wir zu den Love-Paletten. Da habe ich auch die ein oder andere von. Die sind hier. Ich denke, dass da vielleicht was von fliegen wird. Also, als erstes fange ich an mit der Acid-Palette. Die habe ich, ich glaube, von Lea im Trash-Paket gehabt. Die muss auch noch aufs Auge. Definitiv. Die ist so schön. Die ist so schön. Das ist... Ah, der Ton. Der Ton. Der ist geil. Der ist richtig, richtig schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Hammer, oder? Hast du gar nicht gesehen, ne? Der ist hier. Der ist heftig. Der ist richtig, richtig schön. Und der ist so ein schönes Türkis, aber mehr ins Grüne rein, ne? Also weniger ins Bläuliche. Jedenfalls vom Swatch her, wenn ich so bin, dann sieht man das mehr. Wenn ich so bin, dann sieht man, wie das Licht drauf fällt. Oh, das reflektiert auch so schön. Das ist ein ganz, ganz schöner Ton. Und ja, der gefällt mir unheimlich gut. Ja. Aber die ganze Palette möchte noch getestet werden. Deswegen kommt hier auch auf mein Ich möchte sie demnächst in einem Look-Schminken-Video Stapel. Genau. Dann natürlich die Love und Hatice Schmidt Palette. Die habe ich ja zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Dankeschön nochmal. Oh, die ist so schön. Oh mein Gott. Ja. Das ist auch eine Palette von Hatti, wo ich sage, die hat sich auch wirklich, oder die würde sich lohnen. Ich glaube, die hat 19,95 gekostet. War dann für eine Zeit lang wieder verfügbar. Dann war sie auf einmal wieder weg. Ne? Wahrscheinlich Restbestände verkaufen, bevor Hatice Labs online geht. Man weiß es nicht. Böse wäre Böses vermutet. Natürlich ist Hopi meine Lieblingsfarbe, aber ich habe ja schon so viel Türkis auf mir drauf. Dann nehme ich doch einfach Mavi. Das ist dieser Blauton. Genau, auch der ist richtig schön. Also, ne? Samtig hier in der Palette tatsächlich drin. Ordentlich pigmentiert. Starke Leuchtkraft. Schön auch auf dem Auge drauf. Und ja.
was soll ich dazu groß sagen, ne? Das ist eine gute Qualität, eine richtig gute Qualität. Und ich finde, dass diese Palette eine bessere Qualität hat als die beiden von Hatice Schmidt Labs. Die beiden Paletten müssen wahrscheinlich fliegen. Das ist einmal die Me First und einmal die Speak Up Palette. Die Speak Up war in dem Love Adventskalender drin und die habe ich mir nachgekauft, damit ich beide habe, aber irgendwie hat das keinen Sinn ergeben. Die Me First schauen wir uns mal an. Soll zu Egoismus so ein bisschen auch aufrufen. Die habe ich auch noch kein einziges Mal geschminkt, ne? Die habe ich nur geswatcht. Das ist irgendwie traurig. You ist tatsächlich mein Lieblingston. Das ist sehr, sehr soft hier drin gepresst, ne? Also du kriegst auch gut was auf dem Finger drauf. Deswegen, eigentlich ist die schön, ne? Ja, das ist schön. Das ist wirklich schön. Die behalte ich. Ja. Ich glaube, das sollte sogar eine Highlighter-Palette oder sowas sein. Full Effect Highlighter und Eyeshadow Palette, ja gut. Ja, aber die Speak Up Palette, die flasht mich, glaube ich, nicht so. Ich glaube, die ist nicht so meins, weil die ist mir zu hell. Weil wenn ich mir die so angucke, ist sie irgendwie schön, aber ich greife da nicht zu. What finde ich schön. Das ist ein schöner Ton, dieses schimmernde Grün, ne? Ach, die Qualität ist aber toll. So ein Grün-Gold. Das ist eigentlich echt schön. Ja, ich greife da nicht zu. Die hier ist hammermäßig, die iVotion von Love. Die ist richtig, richtig klasse. Genauso eine Überraschung wie die Beautiful in Barcelona von VH Cosmetics. Hier habe ich tatsächlich noch dieses Folienvieh drauf, weil hier steht drauf Unleash Your Inner Power, weil ich das irgendwie cool fand. Lass ich mal hier oben dran. Und das sind auch wieder tolle Töne. Das sind richtig tolle Töne. Clarity, das ist so ein schöner Grünton. Opportunity ist wieder so einer, der sich in diese Range hier einsortiert. Das mag ich auch richtig gerne, aber Clarity können wir mal swatchen. Und der ist auch wirklich butterweich. Und das ist hochpigmentiert. Ah, Vibration wäre auch geil gewesen, weil das so ein schöner Duochrome-Ton ist, ne? Aber egal, wir gucken uns jetzt mal dieses Grün an. Ne? Die bleibt safe, weil die ist richtig heftig geil pigmentiert und die ist ganz, ganz klasse. Die kommt aber auch auf meinen Ich möchte mich damit vor der Kamera schminken Stapel, weil das habe ich, glaube ich, noch gar nicht getan und das muss ich tun. Der Stapel wächst. Da sind jetzt fast alle Love-Paletten reingewandert. Weißt du was? Nee, wir machen das so. Speak Up und die beiden, die fliegen jetzt. Me First, die. Nein, ich werde da nicht zu greifen. Nein. Ja, Max Factor, das ist eine richtig geile Palette. Masterpiece Nude Palette, die ist Hammer. Die habe ich bekommen von Suna, M.Suzu. Und Hammer, ich hätte mir die nie geholt, weil ich hasse längliche Fännchen. Und ich hätte, weiß ich nicht, ich hätte die als sehr langweilig empfunden, aber nie. Die ist richtig schön. Und da gehen wir jetzt mal in diesen Ton hier rein, weil das ist der Ton, den ich auch so gut wie immer verwendet habe. Das ist so eine sanfte, buttrige Geschichte auf dem Finger. Das ist wundervoll. Auch das wieder ein perfekter Ton für Inner Corner Highlight, für Augenbrauen Highlight. Und ich kann da schlecht swatchen, aber wir versuchen es mal. Sehr subtil, wenn man die so sieht, aber es ist sehr seidig auch auf der Haut. Also vom Finish her, ne? Es ist echt klasse. Also auch das hat nicht den höchsten Preis. Die kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Super geeignet für einfache, schnelle Looks. Die Töne lassen sich richtig krass gut verblenden. Das ist eine absolute Empfehlung von mir, weil die so geil ist, ne? Die ist echt toll. Vom Packaging nicht so geil zum Reisen, muss ich gestehen. Diese Palette hier von Morphe hatte ich in einer Morphe-Box drin. Genau, da gab es von Morphe mal so Boxen und die habe ich, da habe ich mir eine von bestellt. Das ist die 9A Always Golden Palette. Und das ist halt auch wirklich eine Alltagspalette, ne? Relativ simpel. Der einzig aufregende Ton ist hier tatsächlich Surprise. Das ist der hier oben. Surprise, Surprise. Das ist wirklich schön. Und ja, ansonsten sind es halt eher langweilige Töne. Also vor allem das hier von der Farbrange her finde ich sehr, sehr langweilig, ne? Also einmal komplett die Mitte und dann, ja, das ist alles sehr ähnlich, ne? Aber gut, hier haben wir den Schimmerton, den ich toll finde. Ein paar andere Schimmertone haben wir auch. Was cool ist, ist, dass du hier auch ein schimmerndes Schwarz quasi mit drin hast. Storm hat ganz, ganz, ganz softe Schimmerpigmente mit drin. Sieht man fast gar nicht, dass er schimmert. Ja, den swatche ich mal hier hin. Ist solide.
Ist aber keine Palette, die mich umhaut und wo ich jetzt groß zu greifen würde. Aber ich lasse sie jetzt in meiner Sammlung, weil sie halt irgendwie... Irgendwie hat die was. Ich weiß nicht, was sie hat, aber sie hat was. Ja. Nabla, die Secret Palette. Optisch von außen wundervoll. Schwierig damit zu arbeiten. Ich habe da vor der Kamera, ich glaube, zweimal was mit geschminkt. Einmal war ich relativ enttäuscht und dann habe ich die in meine... Ich versuche es nochmal mit diesen Produkten Video reingepackt und da hat sie mich dann wieder irgendwie überzeugt. Also sie ist auch schön, also da kann man gar nichts zu sagen. Ne? Das sind schöne Töne, die eigentlich auch echt solide sind. Und ich glaube, das ist eine Palette, die auch 40 Euro kostet. Das hat mich auch dann so ein bisschen, naja, also da finde ich BH Cosmetics zum Beispiel besser und Love und naja, egal. Etwas, was ich schön finde, ist der Ton Big Experience. Das ist dieser hier oben. Das ist ein schönes Rot, ne? Aber es ist jetzt keine Palette, die mich so vom Universum wegbasht. Play Hard, das ist auch wieder ein schwieriger Ton, der sehr, sehr flockig ist und dich wirklich im ganzen Gesicht zum Glitzern bringt. Hier haben wir halt diesen schimmernden Rotton, aber halt auch nicht irgendwie einen Ton, wo ich sage, den habe ich in keiner anderen Palette drin, ne? Also solche Rot-Schimmertöne habe ich dann doch in anderen Paletten auch mit drin, wobei der hier natürlich schön ist. Ja, ne? Es ist okay, die Palette, aber sie haut mich nicht vom Hocker. Naming, das ist von YesStyle gewesen. Das ist eine richtig schöne Palette, mit der man einen schönen, dezenten Alltagslook schminken kann. Genau. Und was ich vor allem richtig cool finde, ist, dass du die auch so ein bisschen als Puder, Bronzer und Blush verwenden kannst. So ein bisschen, ne? Klar, der Ton, der mich hier catcht, ist dieser hier. Ansonsten ist diese Palette sehr langweilig, aber diese Palette könnte man theoretisch super mitnehmen zum Reisen. Ich fahre zum Beispiel nächste Woche auf eine auf ein Team-Meeting, beziehungsweise ja, unser ganzes Vertriebsteam trifft sich. Und ja, ich denke, dass ich auf Instagram auch posten werde, in welchem Hotel wir sein werden. Und da werde ich die wahrscheinlich mitnehmen, weil abends haben wir eine Veranstaltung und dann kann ich die einfach mitnehmen, habe dann Blush, Bronzer, Highlighter, kann mir damit auch ein leichtes Augen-Make-up schminken und bin nicht zu krass geschminkt, weil ich glaube, so krass geschminkt würde ich mich nicht unbedingt zu meinen Kollegen setzen. Deswegen ist es einfach eine Palette, die ich auf eine Geschäftsreise gut mitnehmen kann. Genau. Hier haben wir einen richtig schönen Schimmerton. Also das ist überwältigend. Der hat mich auch sehr überzeugt, ne, dass ich dann auch die Palette sehr geil finde und dass sie deswegen auch mit in der Sammlung bleiben darf. Der ist toll. Weil der hat so goldene und rosane Schimmerpigmente mit drin. Das fängt die Kamera, glaube ich, bei weitem nicht so ein, wie es tatsächlich ist. Und in der Kamera wirkt er auch deutlich dunkler, als er tatsächlich im Fännchen aussieht. Der ist aber, der hat was, definitiv. Und auch auf dem Auge kommt der richtig schön zur Geltung. Vor allem in Kombination mit den anderen Tönen hat mir das Ganze ganz gut gefallen. Kommen wir zu NYX. Ich glaube, die Foil Play Palette, diese Pigmentpalette, hatte ich in einem Adventskalender, vielleicht sogar im NYX Adventskalender. Ich weiß, ich wüsste nicht, wo ich die sonst her hätte. Ich habe die nämlich während der Adventskalenderzeit bei mir bekommen. Oder habe ich währenddessen ein Trash-Paket gehabt? Ich weiß es nicht. Eine sehr aufregende Palette. Ich finde natürlich am schönsten diesen Ton hier. Das ist ja klar. Ne? Das ist halt wieder so ein Türkis-Schimmerton. Hier muss man, wenn man das swatcht, aber ganz vorsichtig reingehen, weil das so soft reingepresst ist. Holla die Waldfee, ich sag euch das. Also da schiebst du wirklich den Ton fast schon weg. Du musst so aufpassen und das sind wirklich eher so Pigmente, die hier reingepresst wurden, soft reingepresst wurden. Auch das ein Ton, wo ich sage, den habe ich garantiert schon in anderen Paletten mit drin, aber ich finde, dass man diese Palette gut nehmen kann, um sie mit anderen Sachen zu kombinieren oder um sich eben mal schnell einen aufregenden Look zu machen. Eben indem du dir das einfach aufs bewegliche Lid gibst und einen Bronzer ganz normal in die Lidfalte reinmachst. Ne? Deswegen, es ist eine Palette, die einfach was hat und deswegen darf sie halt einfach bleiben. Eine Palette, die super aufregend ist, hatte ich in einem Trash-Paket und zwar, ich glaube auch von Lea, ne? Die NYX Ultimate Shadow Palette und das ist diese hier, Brights USP04. Keine Ahnung. Ich glaube, so eine ähnliche gibt es auch von Trended Up, aber das ist schon krass. Wenn man bunt und matt will, dann nimmt man diese Palette, weil das sind fast nur matte Töne. Das Rot hier oben hat so einen leichten Schimmer mit drin, aber ansonsten sind es halt nur matte Töne. Was mich jetzt per se nicht irgendwie anspringt oder sagt, oh mein Gott, ich will es jetzt jeden Tag verwenden oder so. Aber wenn ich eine nur matte Palette brauche oder eben in Kombination mit dieser hier zum Beispiel, ne, ist es eine ganz coole Geschichte. Deswegen schauen wir uns jetzt auch einfach mal an, was schauen wir uns denn hier aus der Palette mal an? Nehmen wir mal das, sie will immer nur zu blau, grün, türkis greifen. Nein, wir nehmen jetzt mal ein lila, das hier. Das lila besteht aus blau und rot. Das blau mit drin, da sind wir alle zufrieden.
nicht so ordentlich pigmentiert, also relativ schwach, ne? Aber ich glaube, Lila ist in der Herstellung jetzt auch nicht so easy peasy. Ja, es ist ein mattes Lila. Es ist okay. Haut mich aber auch nicht um. Die hier hatte ich jetzt in der My Little Neukundenbox tatsächlich in der Kooperation zugeschickt bekommen und die finde ich wundervoll. Vielleicht nehme ich auch die mit dann. Ja, weiß ich nicht, wenn ich wegfahre. Das ist die Love Contours All Eye and Face Sculpting Palette, die man schwer aufkriegt. Genau, das hat halt solche entsprechenden Geschichten. Ich habe herausgefunden, dass das hier Augenbrauenprodukte sein sollen. Deswegen ist es vielleicht doch eher etwas zum Mitnehmen, ne? Highlighter-Ton, ja, Bronzer oder Konturton, je nachdem, welche Nuance man so hat im Gesicht. Und hier ebenfalls ein sehr leichter Bronzing- oder Contouring-Ton und in der Mitte 9 Lidschattenfarben. Und wir konzentrieren uns auf die Lidschattenfarben. Mein Lieblingston ist dieser hier. Ja, das ist halt auch ein Schimmerton, ne? Aber ein schöner. Der ist so Rosé-Gold, ja, Rosé-Rosé-Kupferfarben. Und das hat halt eine richtig schöne Pigmentierung. Also das muss ich wirklich sagen, da bin ich auch ein bisschen überwältigt von gewesen, dass man so eine schöne Pigmentierung hatte und dass man damit so gut arbeiten konnte. Die haben sich schön verblenden lassen, da hat man einen schönen Look mitmachen können und vor allem auch einen Alltagslook. Vielleicht ist das dann doch eher die Palette, die ich mitnehmen möchte. Ich weiß es nicht. Mann! Stellt mich vor Herausforderungen, ne? Aber schön, ja. Revolution. Da habe ich einmal von I Heart Revolution diese mega süße Pinguin-Palette geschenkt bekommen. Richtig süß, unfassbar niedlich. Und ja, die Töne, die hier enthalten sind, sind auch relativ simpel, aber du kannst sie schön kombinieren, um damit einen ordentlichen Look zu schminken. Vor allem kann man halt mit diesen Braun- und Goldtönen einen schönen, schönen Look schminken. Und hier gehe ich natürlich in diesen hellen Goldton rein. Den schauen wir uns mal an. Der ist einfach foliert auf dem Finger tatsächlich. Gefällt mir auch richtig gut. Revolution hat auch eine überraschend gute Qualität, immer mal wieder. Also, ne, vom Swatch her auch, kann man sich echt nicht beschweren. Das ist eine schöne Geschichte. Ein riesengroßer Spiegel auch mit drin. Und das Packaging müssen wir gar nicht drüber reden. Allein wegen dem Packaging werde ich das für immer behalten. Eine Palette, die ich leider viel zu selten verwende, aber letztens auch wieder für mich entdeckt habe, ist die Kisu-Palette. Das ist ja mit der YouTuberin Kisu gemacht worden. Und die ist rausgekommen, so ziemlich genau zu dem Zeitpunkt vor etwa 2 Jahren, als ich mit YouTube angefangen habe. Und deswegen ist es auch irgendwie so ein Herzensprodukt in meiner Sammlung. Sie ist nicht ultra krass. Muss ich wirklich sagen. Sie hat 2 Highlighter mit drin, die ganz schön sind, mit denen man arbeiten kann. Sie hat schöne Lidschattentöne, die man ebenfalls gut verarbeiten kann. Natürlich ist Maldives mein Lieblingston, ohne Frage. Aber wir gucken uns einen anderen an, und zwar Mai, denn das ist mein Geburtsmonat. Auch den finde ich richtig schön. Die Fännchen sind mir von der Form her ein bisschen zu, mag ich nicht so gerne, weil die einfach so klein sind, ne? Du kommst da auch nicht so wirklich gut rein. Aber die Töne überraschen einen immer wieder, ne? Also das muss man auch dazu mal erwähnen. Und sie sind echt gut pigmentiert, ne? Also man kann da schön mit arbeiten. Es ist relativ simpel, damit auch einen guten Look hinzubekommen. Und deswegen, ja, nicht nur aufgrund von Nostalgie-Aspekten, sondern auch, weil die einfach eine gute Qualität hat, darf sie bleiben. Die Verpackung finde ich nicht so geil. Es ist rosa, aber sie wird halt schnell schäbig und sie fühlt sich halt auch recht billig an, aber ist es okay. Dann habe ich hier noch eine Kooperationspalette und zwar die Sauf X Palette. Das ist diese hier. Extra Spices übrigens. Ich glaube, das ist die zweite Kooperation, die, oh nein, die Sauf X damit hatte. Ich habe gestern meinen Fingernagel lackiert und jetzt geht er ab, weil ich hier ständig Lidschattenpaletten öffne. Okay, ja, die ist auch etwas spezieller, weil sie halt etwas bunter ist. Da gefallen mir die Fännchen auch deutlich besser und ja, die ist schön. Die ist wirklich schön. Die ist knalliger, intensiver. Hier gefällt mir das Dreams sehr, sehr gut. Das Aurora mag ich auch richtig gerne, weil es ein toller, schimmernder Grünton ist. Ne? Infinity ist sehr speziell, das schauen wir uns mal an. So ein richtiger Disco-Kugelton ist das quasi. Den kann man sich auch schön in den Innenwinkel setzen oder als Topper einfach auf dem beweglichen Lid einmal kurz drauf gedippt und der schreit, ne? Der ist echt schön. Doch. Und auch hier wieder die Qualität, ne? Also, du kannst die einfach
Du kannst die besser swatchen als jede NYX-Palette, die ich eben hatte, als jede Hatice Schmidt Labs-Palette, die ich eben auch geswatcht habe. Deswegen, also die Revolution-Paletten haben einfach eine gute Qualität, eine verlässliche Qualität und deswegen mag ich die auch gerne. Ich mag nicht so gerne die Revolution-Paletten, die oben diesen durchsichtigen Deckel haben. Einfach so von, ich finde, das sieht billig aus. Und wenn du halt solche Paletten hast, die sehen dann doch etwas hochwertiger aus, auch wenn die tatsächlich auch ein bisschen teurer sind, aber sie fühlen sich auch besser an. Du hast da auch einen Spiegel mit bei und so weiter, das mag ich einfach lieber. Die hatte ich im Adventskalender mit drin, das ist die Roxy Roxosaurus Ride or Die Palette. Ich glaube, die hat Lea mir in den Adventskalender gepackt, glaube ich. Oder war das Sandra? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ist sie hier. Und sie schaut echt hammermäßig geil aus. Du hast da matte und schimmernde Töne mit drin, die ich echt toll finde, die mich einfach ansprechen und mit denen man garantiert auch gut arbeiten kann. Die Farbe Unicorn ist einfach hammerschön. Oh, und die swatchen jetzt auch. Ja, die haben noch eine bessere Qualität als die Kisu-Palette und noch eine bessere Qualität als die Softx-Palette, finde ich. Von den Farben her muss man halt selber gucken, was einem besser gefällt, ne? Und das ist halt auch wieder so ein strahlender Ton, der halt so ein Rosé-Shift mit drin hat. Also du kannst dir das auch als Highlighter-Ton so ein bisschen aufgeben, ne? Mega schön. Also als Highlight, wirklich als Highlighter, ne? Hammer. Das ist wirklich Hammer. Oder? Ich meine, wir reden hier von einer Revolution-Palette, die, ich weiß nicht, 10, 15 Euro gekostet hat, die ich geiler finde als die Hatice Schmidt Labs-Paletten. Sorry. Tut mir leid. Tam-Tam. Auch die habe ich im Trash-Paket von Lea bekommen. Das ist, die könnte ich auch mitnehmen. Ich weiß echt noch nicht. Schreib du mir doch mal in die Kommentare, was du mir empfehlen würdest für ein, ja, Geschäftstermin tatsächlich. Also für ein Betriebsausflug. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll, weil wir arbeiten ja da. Es ist ja keine Fun-Tour. Ja, für sowas halt, ne? Für das Vertriebsmeeting, was ich nächste Woche haben werde. Welche Palette du mitnehmen würdest? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Und jetzt bitte nicht die Zodiac Crystal Palette. Bunt darf es leider nicht werden. Okay, auf jeden Fall haben wir hier die Tamtam Palette. Da habe ich einen Blush, einen Highlighter, einen Bronzer drin und 6 Lidschattenfarben. Und damit kannst du dir einen super schnellen und richtig schönen Look schminken. Du kannst damit dezent bleiben, du kannst aber auch intensiver werden. Wenn du es ganz dezent haben möchtest, dann kannst du auch den Highlighter-Ton einfach als Ton auf dein bewegliches Lid geben und mit dem Bronzer ausblenden oder eben mit dem Ton hier oben. Richtig, richtig klasse Töne sind hier drin. Und hier nehmen wir einfach mal, weil ich schimmernd mag und das der einzige schimmernde Lidschatten ist, diesen Ton hier unten. Und ja, die Palette fühlt sich hochwertig an. Sie hat einen Spiegel mit drin. Sie ist einfach echt, die gefällt mir. Ja, die Qualität der Lidschatten, da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das ist für mich in meinen Augen eine Marke von einer Influencerin oder von einer YouTuberin, sage ich mal, die ich bewundere, weil sie ist zu Drogeriepreisen in die Drogerie reingekommen, hat aber sehr, sehr, sehr gute Qualität und vor allem ein sehr durchdachtes Konzept geliefert. Das können andere nicht. Und das hat mir bei Tara, also bei Tam Tam, sehr gut gefallen. So, hier haben wir den Ton und den swatchen wir jetzt mal. Hier. Also, oh, schön, oder? Ich mag sowas. Ja, aber es ist halt alltäglicher Ton tatsächlich, aber irgendwie dann halt auch besonders aufgrund vor allem Palettenkonstellationsgeschichte, ne? Ja. Relativ neu bei mir und doch sehr, sehr gut eingeschlagen. Riva Loves Me Out of Space Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Damit hat mich die Marke Riva Loves Me auch tatsächlich überzeugt. Und weil sie gezeigt hat, dass sie gute Produkte liefert. Ich habe mich vorher zum Beispiel für Reval de Loup Young nicht so sehr interessiert, aber diese Palette hat mir gezeigt, oh wow, da ist was in der Drogerie für sage und schreibe 5 Euro, was einfach hammermäßig unterwegs ist. Ich finde es einfach so freundlich, dass es Marken gibt, die zu einem fairen Preis halt auch gute Qualität liefern. Am schönsten finde ich den Ton Fly With Me, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Den fand ich auch schon beim Schminken super geil. Den finde ich immer noch wundervoll. Das ist so ein schöner Blauton. Wir reden über, ich weiß nicht, wie viele Farben seid ihr? 20? Nein. 12? Nein. 14 Gramm. 18. 18 Lidschattenfarben. Und für 5 Euro. Nur mal so. Und das habe ich eben schon gesagt. Sage ich nochmal. Und hier haben wir ein so wunderschönes, eisiges Blau.
Wahnsinn. Und das ist meiner Meinung nach BH Cosmetics Qualität, ne? Habe ich nicht so laut gesagt, oder? Es ist so schön, es ist so eisig und oh, richtig schön. Richtig schön. Ich hoffe, im Swatch kommt es auch so raus. Ja. Mag ich richtig gerne. Die ganze Palette ist einfach total freundlich, ne? Da kannst du super mitarbeiten. Hat mir auch beim First Impression und danach auch sehr gut gefallen. Von Tarte habe ich zwei Paletten. Da habe ich einmal diese hier, die sieht Wunder aus. Das ist Wunder aus, genau. Das ist die Luxe Eye Palette. Das ist so ein Paillettengedöns hier vorne drauf. Hier hinten ist es Gold. Also das ist allein von der Haptik schon mal was ganz Spezielles. Und ja, wenn man sie dann aufmacht, deswegen habe ich das auch nicht weggemacht. Das ist hier Winter Wonder Glam mit so Schneeflocken. Genau. Und hier in der Palette habe ich einen Pinsel mit drin. Ich habe eine Mascara, ich habe einen Eyeliner. Der Eyeliner ist Mist. Ja. Und halt diese wundervollen Lidschatten. Oh, ja, du musst hier aufpassen, weil du hast hier teilweise die Farben hier, die sind so mit Öl auch mit drin und lassen sich halt auch nicht so einfach verarbeiten. Da musst du halt einen richtig krassen Smudger-Pinsel nehmen oder einen synthetischen Pinsel oder den Finger und das ganz vorsichtig auftupfen, ansonsten wird das nichts. Aber die Schimmertöne sind schön. Dieser Ton ist auch sehr, sehr schwierig, aber den swatchen wir jetzt mal einfach, weil der bricht sonst auch, ne? Also die Töne hier drin, die sind ganz, ganz soft nur hier reingepresst. Ist nicht fest, es ist nur ganz, ganz leicht. Da muss man so vorsichtig mit arbeiten. Aber die sind so schön pigmentiert. Du musst auch so krass bei dieser Palette aufpassen, dass du nicht zu dunkel wirst, weil die Farben halt so stark pigmentiert sind, ne? Genau, dann gucken wir uns mal diesen silbernen Ton an. Oder silbergräulichen Ton, sage ich mal. Jetzt swatche ich hier mal. Also man sieht es, ne? Es ist eine ordentliche Pigmentierung. Und es ist wirklich schön. Ja, habe ich auch im Sale ergattert und bin ganz froh darüber, dass ich das gemacht habe, weil es ist eine schöne Palette, wo man halt vorsichtig mitarbeiten muss, aber gerade so zur Winter-Weihnachtszeit ist es wundervoll. Ich glaube, ich habe sie erst nach Weihnachten gekauft, sonst hätte ich mich garantiert Weihnachten auch damit geschminkt. Werde ich dieses Jahr machen. Ich brauche hier einen gemütlicheren Stuhl. Mein Pop ist eingeschlafen. Oh. Ich sitze hier auch schon ein kleines Weilchen. So, das genaue Gegenteil zu der Winter Wonder Glam Palette ist diese hier. Auch die habe ich aus dem Sale. Die High Tides and Good Vibes Palette mit, ich meine, ne, ich könnte da den ganzen Tag mit rumspielen und würde mich darüber freuen. Warum ich die Palette geholt habe, nicht nur, weil sie im Sale war, nicht nur, weil mir Gott hier was entgegenkommt, ey, weil hier eine Schildkröte drauf ist, nicht nur, weil sie türkis ist, sondern so speziell und schön aus, oder? Hammer. Und sie riecht auch irgendwie ganz, ganz interessant. Süß irgendwie. Süßlich, künstlich. Keine Ahnung. Natürlich ist hier, das hier natürlich mein absoluter Lieblingston, weil wir reden hier über ein Türkis. Auch hier wieder die gleiche Textur, ne? Das heißt übrigens Aquaholic, dieser Ton. Das heißt, du hast hier ganz lose Schimmerpigmente mit Öl oder sowas mit drin. Also ganz, ganz interessant. Am besten aufzutragen mit dem Finger. So schaut das aus. Es ist eine affengeile Geschichte, ich sag euch das. Die muss man eigentlich so auftupfen. Die kannst du schlecht so swatchen, aber ich baue das mal so ein bisschen auf, ne? Hammer! Das sieht so schön aus. Das sind halt voll meine Töne. Und da sind wir auch schon beim letzten Schubladenturm angelangt. Ja, Too Faced. Ich liebe Too Faced. Ich liebe die Qualität, ich liebe die Textur, ich liebe die Düfte. Hammer. Und ich liebe einfach diesen Vibe, der dahinter steht, ne? Dieses ganze Mädchenhafte. Da habe ich hier einmal die Sugar Cookie Palette. Das ist eine Limited Edition, glaube ich, gewesen. Ja, die riecht so geil. Die ganze Schublade riecht so süß und so lecker und so nom. Genau, so schaut es aus. Und ich glaube, der Ton heißt sogar Nom Nom. Ja, der heißt Nom Nom. Also müssen wir Nom Nom swatchen, ne? Ich halte sie irgendwie falsch rum. Damit kannst du dir auch super schnell und einfach verblendeten und tollen Look schminken. Das ist so geil, damit zu arbeiten. Aber leider limitiert, deswegen zeige ich sie nicht so oft in meinen Videos. Ja, wir nehmen natürlich Nom Nom. Nom Nom ist so ungefähr eins meiner Lieblingswörter. Sehr, sehr soft gepresst hier drin. Aber ordentlich pigmentiert. Das ist so Zuckerguss, ne? Bisschen. Hat auch so, hat schon groben Glitzer mit drin, ne? Aber man sieht es nicht so stark, dass das grober Glitzer ist, weil das halt so ein Schimmerschein, Baby. Du
Du sollst glücklich sein, Ton ist. Ja, und ansonsten halt auch sehr viele neutrale Töne drin, wo du halt auch wieder ein dezentes Augen-Make-up mit schminken kannst, aber auch wiederum ein heftiges Augen-Make-up, wenn du dunkler gehen willst und hier oben die beiden Töne mit reinnimmst. Und ja, es macht Freude. Magnetisch aus Metall und oh, geil. Eine sehr, sehr klassische Palette von Too Faced ist natürlich die Chocolate oder auch die Chocolate Gold Palette. Ich habe die Gold-Variante davon. Das heißt, die ist dann, ich glaube, sogar ein bisschen intensiver von den Farben her, etwas bunter. Ne? So schaut sie aus. Hier ist es natürlich dieser Ton, Pop of Color. Wenn du den wegnehmen würdest, wäre die Palette relativ öde. Ist der Ton drin, ist es intensiv. Ne? Ja, hier finde ich das Grün extrem speziell und extrem schön. Dieses Livin' Lavish, also dieses Pink, das werden wir jetzt watchen, weil das so schön ist. Das ist halt auch diese Pop-Color hier. Sehr, sehr soft hier drin gepresst, sehr pigmentiert, sehr heftig die ganze Geschichte, aber es macht einfach Spaß damit zu arbeiten. Du musst vorsichtig damit arbeiten, aber das musst du bei den stark mit pigmentierten Geschichten ja meistens, weil ansonsten hast du einfach irre viel Fallout. So schaut es aus und es ist ein schöner Pinkton. Ich mag Pink. Das ist so ölig geil. Ich mag's. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich sehe so schön bunt aus. Ich glaube, so müsste ich mal rausgehen, oder? Leute würden sich kaum erschrecken. Sweet Peach von Too Faced habe ich auch. Ist okay. Ist aber nicht meine Lieblings-Too Faced-Palette tatsächlich, weil ich sie dann doch irgendwie ziemlich pastellig, ziemlich langweilig finde. Man kann da schön und einfach mit arbeiten. Man muss aufpassen, dass man nicht zu dunkel wird. Also wenn man sich mehr in dieser Region aufhält, dann wird es halt immer dunkler im Gesicht. Da muss ich immer aufpassen, dass ich mich mehr auf dieser Seite aufhalte. Wenn ich dann sage, ich möchte ein dezentes Augen-Make-up schminken, darf ich nicht auf einmal auf diese Seite springen. Muss man aufpassen und sich nicht von solchen Tönen hier ablenken lassen. Das ist ein schönes Talk Derby to me, ne? Dieses Lila, das ist wunderschön. Mit einem schönen, sanften Schimmer mit drin. Aber da muss man echt immer aufpassen. Genau, und wir swatchen dieses Lila jetzt auch einmal. Diese Palette ist nicht so wie die Chocolate Gold. Das heißt, die sind etwas stärker hier drin gepresst. Ja, ein richtig schönes Lila, ne? Oder Pflaume. Aubergine. Aber wie gesagt, nicht meine Lieblings-Too Faced-Palette. Weil ich da nicht so intensiv zugreife, weil ich sie nicht so aufregend finde halt, ne? Eine richtig tolle Palette. Too Faced Gingerbread Extra Spicy. Mega. Mega Palette. Sie riecht gut. Oh ja, sie hat einen Spiegel drin, sie sieht gut aus und sie performt auch sehr gut. Also damit machst du dir sehr warme Augenlooks. Das ist tatsächlich eher was für den Winter. Aber man kann da schön mitarbeiten. Habe ich noch nicht allzu oft verwendet, aber ich finde sie wunderschön. Und das, was ich damit geschminkt habe, hat mir auch sehr gut gefallen, weil man da einfach mit arbeiten konnte. Die Töne haben sich gut verblenden lassen und ich wurde halt einfach nicht enttäuscht. Also etwas sehr Spezielles ist dieser Ton hier, wenn ich den, wie gesagt, hier wieder zuhalte. Es sind wieder dann sehr eintönige Farben, sind die Töne mit drin, ist es dann doch wieder etwas aufregender unterwegs. Ja, wie heißt der überhaupt? Midnight Snack, ja. Ne? Natürlich ein Blauton wieder. Auch hier die Töne nicht wie in der Chocolate Gold, dass sie so soft gepresst sind, sondern die sind doch etwas stärker gepresst. Das heißt, wenn man sie halt verarbeitet, muss man zum einen nicht aufpassen, dass man das halbe Fännchen auf dem Auge hat, aber zum anderen muss man doch etwas intensiver dann auch reingehen. Aber das hat so einen richtigen Sternstaubschimmer mit drin. Das ist sehr, sehr speziell, sehr, sehr aufregend. Und ja, das sind so grüne und blaue Schimmerpigmente mit drin. Das finde ich schon geil. Und die Pigmentierung ist da, ne? Also ich meine, gut, ich bin jetzt auch ordentlich reingegangen, aber damit kannst du dir einen schönen Smoky-Look auch schminken. Genau, denn auch das kann man mit dieser Palette erreichen. Nicht nur irgendwelche rötlichen oder Warm-Tones-Geschichten oder sehr, sehr nudige, simple Geschichten, sondern auch, wenn man sich mehr in dieser Region aufhält, dunklere, intensivere Looks. Diese Palette finde ich zwar schön, hat mich aber ein bisschen enttäuscht, weil die Verpackung so doof ist. Aus der Let It Snow Girl Reihe oder aus diesem Schneemann-Mädchen-Gedöns ist das hier nämlich die Lidschattenpalette, die per se schön aussieht von den Farben her. Ne, das ist eine schöne Geschichte wirklich, aber ich finde das Packaging sehr, sehr billig. Also das habe ich auch schon bei der Face-Palette moniert, weil du halt hier so ein Pappe-Schaumstoffgedöns hast und das ist so zum Hochschieben und irgendwie
nicht ganz so wertig, wie ich das halt hier von solchen Paletten gewöhnt bin von Too Faced. Und dafür hast du auch echt nicht wenig bezahlt. Slay Bells ist wieder von der Range wie diese Töne hier, die ich sehr, sehr gerne mag. Snow Globe ist auch wieder so ein ganz soft gepresster Ton, den man sehr, sehr vorsichtig verarbeiten muss, den ich jetzt aber swatchen werde. Das heißt grobe Glitzerpigmente, die man auch wirklich fühlt mit Öl, würde ich mal so sagen. Ne? Das ist hier drin und wenn du halt mit dem Finger reingehst, kriegst du ordentlich was auf dem Finger. Wenn du das mit dem Pinsel machst, ist es etwas schwieriger. Das funktioniert eher nicht, weil du dir dann eher das Fännchen zerstörst, als dass du irgendwas erreichst. Genau, das ist halt richtig Glitterflitter, ne? Also ja. Muss man aufpassen, dass es auch ordentlich auf dem Auge hält. Wer es intensiver haben möchte, macht sich das dann tatsächlich auch mit einem Glitter-Glue drauf. Ich tupfe das einfach drüber und hoffe, dass es hält. So mache ich das meistens, ja. Genau, und das ist halt so Silvester, Weihnachten, Schimmer, Glitzer, sieht man nicht so ganz. Ich mache hier kaum Verrenkung. So sieht man es, ne? Ah. Bester Punkt ever, um Lidschatten zu swatchen auf dem Hals. Aber es ist eine schöne Palette, aber also von den Tönen her, aber von der Verpackung her, doof. Nicht runterfahren. Nee, nicht runterfahren. Eine Palette, die ich von der Verpackung her gut finde, von der Optik, von der Verarbeitung her, aber auch wieder relativ nicht so hochwertig, ist diese hier. Die habe ich von meinem Freund zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Das Mädel oder die Elfe vielmehr, hält hier alles zusammen. Wenn man die halt nach vorne klappt, dann öffnet sich halt dieser Stern. Ich glaube, das hieß auch Christmas Star oder sowas. Die Fännchenform, Dreiecksform, auch nicht unbedingt meine favorisierte Form. Aber du hast hier Blush, Bronzer und Highlighter außenrum zu, was ich cool finde, was mich auch sehr, sehr anspricht. Du hast hier auch sehr schöne Töne drin. Also dieser Trim the Me. Dieser Grünton hier, natürlich ein Grünton, mit einem Shift ins Gelb irgendwie, finde ich sehr, sehr schön. Also da sind auch viele spezielle Töne drin. Auch der Ornament to Be, dieser lila Ton, ist auch wundervoll, ne? Ja, Feliz Navidad, das Grün, das ist voll geil. Ist aber auch wieder so ein softgepresster, grober Glitzerton. Genau, das Ornament to Be ist auch so ein bisschen in Duochrome. Aber hier habe ich jetzt das Trim the Me. Ist dieser hier. Es ist halt ein grüner Ton. Wie gesagt, mit einem Shift ins Gelbliche. Sehr soft hier drin. Also nicht soft gepresst, sondern fühlt sich soft an. Ist aber stark pigmentiert. Oder gut pigmentiert vor allem. Und ja, das ist so ein, ja, wie sage ich jetzt? Moosgrün, gelblich, schmutziges Grün. Irgendwie so. Ja. Aber es sind coole Töne hier mit drin. Du kannst hier super Looks mit schminken. Ne? Du kannst hier intensive Looks mit schminken. Du kannst hier dezente Looks mit schminken. Du kannst dir das ganze Gesicht damit schminken. Ja. Aber die Verpackung ist halt speziell. Und passt halt auch nicht in meine Schubladenboxen mit rein. Urban Decay. Da habe ich auch ein paar Paletten von. Zum Beispiel die Naked Reloaded. Die hatte ich in dem Flaconi Love Brands Adventskalender. Das war ja unfassbar. Dieser Run, den wir ja alle auf den günstigsten Adventskalender so hatten, ne? Das so, keine Ahnung, bei Instagram und keine Ahnung, überall wurde ja immer geschrieben, wer hat ihn gerade am günstigsten oder wer kriegt ihn gerade am günstigsten. Ich fand das so geil. Ich habe da richtig mitgefiebert und ich war so froh, als ich den auch für unter 100 Euro gekriegt habe. Und ja, da war halt diese Lidschattenpalette so eins der Highlights mit drin. Ich muss aber sagen, die Verpackung ist speziell. Ja, die finde ich cool, ne? Das ist schön so Stoff. Die ist so flauschig. Die kannst du als Kissen verwenden, wenn du schlafen möchtest. Die kannst du als, keine Ahnung, Schmusi, als Totschläger verwenden. Keine Ahnung. Aber von innen ist sie speziell? Nee. Nee. Und sie hat auch nicht so mit mir zusammenarbeiten wollen, wie ich sie gehabt hätte haben wollen. Hat sich das logisch angehört? Ich weiß nicht. Hier haben wir auf jeden Fall einen großen Spiegel mit dabei, was schön ist. Aber die Töne, das ist nichts. Ich würde die aussortieren, ohne Witz. Ich würde sie wirklich aussortieren, wenn ich die Verpackung nicht so geil finden würde und wenn sie mich nicht daran erinnern würde, was für einen Spaß ich gehabt habe, um diesen Adventskalender zu ergeiern. Ganz ehrlich. Und ja, das ist wirklich der Grund. Ja, es ist hier auch kein Ton mit dabei, wo ich sage, boah, geil. Wirklich nicht. Wir gucken uns jetzt hier den Dreamweaver an, den ich nicht aussprechen kann. Das ist hier so ein Schimmerton. Der ist auch wieder,
was heißt wieder, ne? Wie halt auch bei anderen Paletten, dass er sehr grob drin ist, ne? Das ist soft reingepresst. Ich denke auch wieder mit Öl. Wo setze ich den denn jetzt hin? Hier. Der Swatch ist cool, ne? Der Swatch ist wirklich cool, aber die Farbe ist jetzt auch irgendwie nichtssagend. Also man kann damit ein Smoky Eye schminken, garantiert ein schönes Smoky Eye, aber viel mehr gibt die Palette auch nicht her. Also ein Alltagslook, in dem du dir halt irgendwie einen von den beiden Schimmertönen aufs bewegliche Lid gibst und dann den backt auf in die Lidfalte, ne? Aber für den Preis, ganz ehrlich, ist es nicht wert. Wieder so ein Schätzchen von Mrs. X, Urban Decay Born to Run, geile Palette. Richtig geile Palette. Holla die Waldfee. Das ist eine eher ins Dunkle neigende Palette, aber mit so krassen, tollen Tönen, die so schön pigmentiert sind, wo du jede Art von Look mitschminken kannst. Du kannst dir da einen Warm-Tone-Look, einen Cool-Tone-Look, einen Nude-Look, einen Smoky-Eye-Look. Du kannst dir da alles mitschminken. Ich könnte theoretisch, aber es wäre sehr aufwendig, ein Video mitfilmen, keine Ahnung, 5 Looks zu dieser Palette oder so, ne? Aber das wäre halt wirklich aufwendig, Leute. Ja. Ich nehme aber mal Big Sky, den finde ich einfach wunderschön. Es ist natürlich wieder so ein Grünton, aber der ist halt auch irgendwie geil. Genau, die Pigmentierung davon ist absolut geil. Die, also wirklich, die Verarbeitung macht einfach Spaß damit. Es ist ein schöner Grünton, ja. Er macht einfach Freude. Es ist nichts, was ich nicht auch in anderen Paletten hätte, vom Ton her. Aber von der Pigmentierung her ist es hammerschön. Doch, ne? Also natürlich sind die ganzen Schimmertöne schöner vom Swatch her, deswegen sehen wir hier auch hauptsächlich Schimmertöne auf mir drauf. Aber sie sind auch für mich spannender, weil sie mich mehr ansprechen. So, matte Töne sind für mich eher so, ja okay, sie sind halt da, aber es ist nichts, weswegen ich jetzt eine Palette kaufen würde. Genau, aber die ist geil. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Mrs. X, das war echt. Und bleibt auch für immer in meinem Herzen drin. Party Favor habe ich hier auch von Urban Decay. Das ist so ein Schätzchen, würde ich auf eine ähnliche Schiene wie die NYX Foiled Eyes Palette stellen. Das heißt, du hast hier 6 verschiedene Schimmertöne, die du eigentlich mit irgendwas anderem kombinieren musst. Weil ansonsten ist es halt relativ öde. Also, ne, muss ich sagen, du kannst dir da einen 2 Lidschatten Schimmerlook mitmachen und dann so ein bisschen Bronzer in die Lidfalte oder du benutzt es als Topper oder so. Geil finde ich auf jeden Fall die Farbe Sugar High. Das ist eine schöne seidige Textur haben die alle, ne? Also das ist, also würdest du über Seide drüber streichen und dann reibst du und dann nimmst du den Finger raus und denkst dir, huch, ich habe da ein bisschen was auf meinem Finger, ne? Ja, es ist schon was Spezielles und das ist halt so eine richtige Palette, die du halt auch nehmen kannst, um dann zum Beispiel eine langweilige Palette, wie zum Beispiel die Urban Decay Naked Reloaded, ein bisschen aufzupeppen, um halt das Ganze partytauglich und fanziger zu machen. Ich weiß nicht. Deswegen darf sie auch definitiv bleiben, weil das halt immer wieder so eine Palette sein wird, wo man zugreifen kann. Und die fühlt sich auch recht hochwertig an. Die habe ich auch im Sale ergattert, ne? Deswegen, damit komme ich auf jeden Fall klar. Eine ganz tolle Palette ist hier von Urban Decay die Born to Run Palette. Ich weiß gar nicht, nee, die On the Run Palette. Die Detour Palette. Ja, so heißt die komplett. Entschuldigung. 8 Töne, mit denen du aber einen ganz geilen Look schminken kannst, ne? Es ist simpel, damit zu arbeiten, auch die übrigens im Sale ergattert. Die Farben sind sehr lose im Pfännchen, deswegen kommt hier auch die 16th Street hier etwas hinaus, da muss ich immer aufpassen. Geil finde ich die Farbe Switchback, aber auch die Farbe Plunge, die ja quasi die Palette ausmacht, ne? Ohne die Farbe wäre es auch eine sehr, sehr langweilige Palette. Mit der Farbe haben wir was Spezielles mit drin. Deswegen nehme ich auch Plunge. Und das ist so wie Samt. Und es passt zum Nagellack. Ja, Metall. Also ob ich dir jetzt gerade meinen Nagellack zeige oder ob ich dir die Farbe zeige, ist gerade egal. Ne? Es ist das Gleiche. Schön. Wirklich schön. Und weil sie halt recht klein ist, kannst du die halt auch mitnehmen. Du kannst sie mit zum Urlaub nehmen, auf Reisen. Dafür steht es ja auch, ne? On the run. Finde ich ganz cool. Aber hier bei 16th Street muss ich immer aufpassen, dass er mir nicht rausfällt. Deswegen wieder ein bisschen ins Fännchen drücken. Eine recht neue Palette bei mir ist diese hier, die Distortion Palette. Auch die habe ich mal in einem Look mit euch zusammengeschminkt.
Die hat ein richtig geiles Packaging. Das ist auch wieder aus dem Sale, ne? Würde ich mir sonst wahrscheinlich auch nicht kaufen. Und die ist interessant. Hier oben hast du nur pastellige Farben. Hier unten bist du mehr so im... Ja, wobei hier geht es dann eher so in den poppigen Bereich. Und das hier ist so der dunkle smoky Bereich. Aber du hast hier in dieser Palette, abgesehen von dem Schwarz, von dem Blackout, nur Schimmertöne mit drin. Keinen einzigen matten Ton. Und die Palette macht Spaß. Die macht wirklich Spaß. Wenn man sie nämlich verwendet, da kommst du immer wieder auf neue Ideen. Das ist halt das, was ich so cool finde. Den Ton Space hier, den finde ich richtig aufregend. Das ist nämlich so ein sehr weißlicher Ton, aber mit so einem Blauschift mit drin. Oh, das ist so schön. Also im Prinzip hast du die oberste Reihe so als weiße Schimmertöne in Anführungsstrichen. Aber dann hast du hier einen Gelbschift, einen Grünschift, einen Blauschift, einen Lilaschift und einen Rosaschift quasi so in der Art, ne? Es ist so richtig snowmäßig, richtig, richtig Weihnachten, Winter, kühl, eisig, boah, Wahnsinnsfarbe. Ich hoffe, dass sie in der Kamera auch so rauskommt, wie sie ist, aber sie ist echt schön, ich mag das. Und ja, damit kann man echt seine Freude haben und ich habe damit auch meine Freude. Ja, vor allem so auch diese Töne, Rouge, dieses... Lila ist fast schon monochromatisch, duochromatisch. Hotbox, dieses Grün, muss ich gar nicht drüber reden, finde ich auch hammermäßig. Ne? Es macht Spaß, damit zu arbeiten. Und da sind wir schon bei der letzten Schublade angelangt. Da habe ich noch zwei Violet Voss Paletten. Einmal die Le Macaron Palette in Fun Sized. Die habe ich auch schon mit dir mal zusammen verwendet. Finde ich wirklich schön. Das ist eine sehr bunte Palette. Und sehr glitzerig, sehr schimmernd, sehr schillernd und sehr spaßig. Also damit hat man auch seine Freude. Ich persönlich mag richtig gerne natürlich diesen, wie nenne ich dich, grünlichen Türkiston mehr oder weniger. Aber auch sehr spannend ist dieser rote Schimmerton und den swatchen wir mal. Die Farben da drin fühlen sich an, als hätten sie auch ein Öl oder sowas mit dabei. Aber sie sind nicht so grob. Sie sind sehr, sehr fein und sehr... samtig auch auf dem Finger oder so seidig, ne? Sieht eher seidig als samtig aus. Ich hätte gerne noch einen Körper. Das ist eine intensive Pigmentierung, die mir richtig gut gefällt und oh, das sieht einfach richtig, richtig schön aus und deswegen, ich weiß nicht, warum ich Violet Voss so unterschätzt habe. Das ist eine richtig gute Qualität von Lidschatten, wirklich. Und dann habe ich hier noch die Pro Eyeshadows Palette, die Hashtag Palette. Die hatte ich in meinem, ich glaube, allerersten Trash-Paket mit der lieben Nasti, glaube ich. Ja, die ist toll. Ja, ne? Die mag ich auch gerne. Wozu ich jetzt nicht so unbedingt greife, sind halt so eher die matten Töne. Also ich persönlich bin eher ein Fan von den Schimmertönen, die hier mit drin sind, weil die halt auch so richtig geil pigmentiert sind und so ordentlich krass auf dem Auge rauskommen. Truth ist hier so richtig das Gold, sag ich mal. Und das ist das goldigste Gold, was ich in meiner Sammlung habe. Auch die wieder sehr weich, sehr samtig, sehr... Sie macht Freude, wirklich. Es ist so ein richtig krasses Gelb-Gold. Sowas habe ich eigentlich nicht in meiner Sammlung. Nicht in der Intensität. Deswegen darf es jetzt hier mal so hin. So. Zack. Ne? War das jetzt ein Fail oder sieht man das? Ich weiß es nicht. Ich sehe es auf jeden Fall und ich finde es richtig schön. Das ist ein richtig, richtig gutes Gold. Es ist einfach Gold. Und die ganze Palette ist einfach schön, weil du hast hier so viele verschiedene Goldtöne mit drin. Du hast schöne... diesen Relevant, auch den will ich jetzt aber auch nochmal swatchen. Das ist ein schöner Duochrome. Der ist richtig klasse. Und die Textur von dieser Palette ist einfach voll meins. Das ist so schön. Das macht einfach Freude damit zu arbeiten, sich zu schminken, sie zu verwenden. Und das ist eine Palette, die will ich mit meinen Fingern verwenden. Da will ich eigentlich gar keine Pinsel für verwenden, weil die sich so schön anfühlt. Genau, den wollte ich euch ja noch swatchen. Das mache ich hier unten mal. Oh. Schön, ne? Dieser Schimmer. Oh, dieses ganze Bunte. Mensch, das hat mir echt gut gefallen, mich hier mit euch hinzusetzen und mal meine ganzen Paletten hier durchzugehen. Ja, das waren jetzt meine ganzen Lidschattenpaletten. Sind viele. Tut mir leid. Also, ja,
Wenn du irgendeine gesehen hast, wo du sagst, oh mein Gott, bitte verwende die auf jeden Fall mal in einem Video, dann schreib mir das unten in die Kommentare rein. Wenn eine Palette fehlgenannt wird oder wenn ein Kommentar dann viele Likes bekommt, das heißt, dass viele dann auch diese Palette sehen wollen, dann werde ich die definitiv auch sehr, sehr bald verwenden. Ansonsten wird halt dann demnächst auch das Los entscheiden, ne? Ein paar habe ich mir ja hier zur Seite gelegt, die ich gerne demnächst auch mal verwenden werde. Und ja, ihr Lieben, das waren meine Lidschattenpaletten. Fürs Erste, ich habe noch ein paar Pakete stehen, das heißt, die Sammlung wird sich immer mal wieder verändern, es wird immer wieder was dazukommen, immer mal wieder was weggehen und ja, weil ich habe meine Kapazitäten begrenzt, indem ich halt wirklich diese Schubladenboxen da habe und sage, ich möchte nicht mehr als das, was da reinpasst, haben. Und dann noch am besten alphabetisch sortiert, denn ich bin ja so ein kleiner Munk. Ja, ihr Lieben, das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Kann ich so einfach. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu meiner ganzen Sammlung. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!